ja, bin sehr positiv aufgenommen worden, habe eine intakte Mannschaft vorgefunden und ich glaube, wir haben auch ganz gut gearbeitet jetzt in der Vorbereitungsphase. Leider sind die ein oder anderen Spieler weggebrochen, weil sie eine Verletzung hatten. Das ist immer schade, weil in der Vorbereitungsphase, wo du den Grundstein legst, da sollten auch alle dabei sein. Jetzt nach und nach sind sie wieder dazugekommen. Ich glaube, dass wir auch im ersten Spiel gegen Magdeburg dann auch schon eine schwere Herausforderung hatten. Und die Jungs haben das nach der schlechten ersten Halbzeit dann doch recht gut umgesetzt in der zweiten Halbzeit und haben sich dann auch hinten raus belohnt und haben das dann auch gedreht, die Partie, und mit viel Mentalität dann auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, wo dann wenig Fußball war, wo dann viel Kampf war. Aber es ist halt auch schön, wenn wir dann mit einem positiven Erlebnis am Ende von Magdeburg nach Hause fahren, die lange Strecke, und sind eine Runde weitergekommen. Das gibt dann auch ein gutes Gefühl, auch wenn die erste Halbzeit, wenn wir wissen, dass das nicht so das war, was wir uns vorgestellt haben. Aber im Grundsatz, glaube ich, ist es so, dass die Jungs schon viel abgerufen haben, auch schon in den Vorbereitungsspielen. Aber es wird natürlich Zeit brauchen. Es wird nicht von jetzt auf gleich gehen und wir werden immer wieder solche Situationen haben und müssen uns den Herausforderungen immer wieder stellen, dass ab und zu mal Sachen nicht funktionieren, und wir müssen den Jungs auch die Zeit geben, dass sie sich entwickeln können. Und dafür brauchen wir jetzt diese Wettkampfspiele, wo es dann auch um Punkte geht. Und da wird auch der eine oder andere Spieler anders reagieren. Das ist auch ganz normal, wenn der Druck ein bisschen anders wird. Aber damit werden wir dann auch umzugehen, zu wissen. Und dann werden wir versuchen, das nach und nach sukzessive zu verbessern. In Sandhausen zu spielen ist sehr, sehr schwer. Es ist eine Mannschaft, die oftmals auch nicht die Wertschätzung bekommen hat und sich seit Jahren in der Liga auch gehalten hat und auch guten Fußball gespielt hat und auch Spieler entwickelt hat. Haben einen richtig guten Trainer, und es wird schon eine schwierige Aufgabe für uns in Sandhausen. Ich glaube, da wären wir auch nicht die erste Mannschaft, die sich in Sandhausen schwer tut. Aber natürlich für uns haben wir natürlich schon die Absicht, dieses Spiel so zu gestalten, dass wir unsere Themen Woche für Woche immer wieder abrufen. Und das gilt auch in Sandhausen. Und dass wir dann in Sandhausen uns so präsentieren, dass wir mit Punkten nach Hause fahren können.